Yo, 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 YouTube, was geht? Ich bin Solgulgazan und willkommen zurück zu World of Warcraft. Wir machen gerade einen Elfer, Hof der Sterne, für die Wochenkiste. Ja, das war's eigentlich. Soweit an Informationen. Ich mute mich mal wieder. Firing. Ja. Nowhere. Warte, ausschwärmen. Was ist das? Human Centipede Boat oder was? Hauptsache ihr seid gleichzeitig. Ihr seid auf einer Stelle. Lol, bei mir sieht das aus, als hätte Julie dein Schild. Julie hat coole Handschuhe bekommen, ey. Also, ich meine, die anderen Handschuhe haben die an seinem Gürtel. Ich habe vier Hände und die anderen zwei machen was Besonderes. Er kann ja ein Wichser gleichzeitig zocken hier, oder? Richtig Hardcore, also richtig Progress. Gay? Was ist denn mit Galix? All said and done in one day. Hab ich schon mal gesagt, dass ich meinen Mount haben will und ich das nicht kriege. Wegen den Ordensmissionen. War die Challenge Mode Waffe versucht vom Heal Monk? Ja, ich sterbe in meiner letzten Phase, weil ich noch nicht genug Gear habe. Letzte Phase, immerhin. Ja. Das ist ja schon mal was. Damit kann man auch arbeiten. Durch den Igeln? Nee. Nee. Beastly. Haben wir noch nicht umgeskillt. Ich wollte eigentlich mal umskillen. Wolltest Endfight? Seraphim away machen? Nein, nicht Seraphim. Haben wir noch einen Stun ready für den? Ja. Also ich habe keinen. Ein richtig Stun. Nice. Oh, Dennis That's sagt gleich, die. ja, das sagt jetzt Stun. Das ist ein Hartz-System. Ja. Dennis, er baitet mich einfach hier rein. Oh, Paddy. Wurmt ihr mich hier direkt ein bisschen ein? Bolstering! Okay, doch, nicht die Würmer fokussieren. Oh, explosiv, das Reporter-Magazin! Meine Grafikkarte buggt gerade. Ja, kannst du dich jetzt hinlegen. Ja, der Dude mit Easy. den Aber Würmern Dennis hat mich ist. halt voll gebaitet, ey. Ich versuche die Würmer noch zu klatschen. Er dachte, ich hätte den Stun. Also ich dachte, er rennt da hin und macht jetzt einen Fußfeger. Ich gehe voll auf den drauf. Ey, da war der scheiß Dennis hat Paralyse, Fußfeger nicht geskillt, er hat auch Cheetor-Tornado verpedert, oder? ich habe Hä? Fußfeger hat er trotzdem, Fußfeger nicht oder? geskillt. Ja, hat man trotzdem. Aber der Julie, der weiß halt, wie seine Klasse funktioniert. Ja, aber er kann nicht Nee, damit unterscheiden meine zwischen ich, Stun dass und. wenn du schon Tiger Ja, Rush nicht richtig skillen meine kannst, ich, dass du auch dass nicht wenn du Fußfeger Tiger kannst. Rush nicht skillen kannst, Lappe. ich bin der Julie. Ich Lappe. habe keine So, Ahnung, also was bitte, ich wenn da ich einen Stun, dann will ich rede. einen Stun und dann will ich keinen CC haben oder irgendwas anderes, sondern wirklich nur einen Stun. Keinen, Soft-CC-Shit da. Dennis weiß halt, wie seine Klasse funktioniert, Ja, wenn er Cheat-Torpedo spielt und als Healer. weiß der Julie, wie seine Klasse funktioniert? Mit der Ja, Stelle, die. Cheat-Torpedo ist im PvP und so auch richtig gut. Sind wir im Und PvP? im Raid ist es auch viel besser. Nee, ist nicht besser. Auch Ja, nicht. sicher. Im Raid vielleicht auch noch. Im Raid ist auch noch okay. Aber in Indies ist es halt einfach total useless. Im Raid kann man es auch noch verkraften. Wobei ich sag mal, so einen Movement Speed, den du auf einem Mate machen kannst, der zum Beispiel irgendwas machen muss, irgendwas kiten muss oder so, das hilft ungemein Kannst du einfach. immer noch auf dich machen, wenn du es brauchst. Kannst du immer auf dich machen, eben. Also Meine Cheat-Torpedo allround hat den fest. Vorteil, dass du halt in großen Fights, in ganz, ganz langen Kämpfen, wo du sehr weite Distanzen überbrücken musst, den Vorteil hast, dass da halt. Boah, wo springt der denn jetzt, Junge? Ach, Dennis. Geht aber ein bisschen näher ran, ey. Dennis hat Cheat-Torpedo, der Dennis. müsste eigentlich instant da sein. Ja, der Ist Julia kein. Tiger Rush. Ist Der kein ist direkt Blutig da. mehr, da kannst du ruhig ein bisschen näher kommen. Muss ja nicht im Nahkampf sein wie Nikki, aber. Warum Bin nicht? im Nahkampf! Warum nicht? Ich muss aber in Macht den der im Nahkampf. M-Hunter Jetzt ist kein weniger Blutig mehr, jetzt ist mir das egal, wo ihr steht. Also halt Damage. nicht Ich muss aber in den 50 miles away Nahkampf, from denn everything. ich habe keinen Tiger Rush geskillt. Jetzt in dem Moment kam die Teufelskugel, wo der das Aufladen machte, die Fotze, ey.
Spawnete die nicht auf der Elva hier? Teufelskugel? Doch. Ne, ich mach nur 300k mit dem, Ich müsste die trotzdem one-hitten. Doch, mach ich. Ich weiß nicht, hat einer drauf geachtet, wie viel AP die haben? Aber 800k oder so. Ne, 220k oder so. Alles deaktivieren, ist schon wichtig jetzt, ne? Kann ich das da deaktivieren? Geht nicht Tiger Rush auf cooldown. Das kann man auch deaktivieren, ne? Ja, aber die Mobs sind da gerade im Weg. Ne, du kannst da ran. Wenn du genau in Range bist, ziehst du die nicht aggro. Oh, das weißt du nicht, was Tiger Rush gespielt. Bloß aufpassen, dass er nicht getroffen wäre jetzt, weil das ist tyrannisch, da sind die Bosse doch ein wenig deftiger. Ja, nicht springen, das erste Mal reinige ich. Hütet euch. There is no Verstärkung. Ja, Hof der Stelle ist eigentlich ganz gut für tyrannisch, weil das halt sehr schwache Bosse sind. Da eigentlich alles umgehen an Damage, was die machen. Hütet euch. Ja, geschenkter Movement-Boss. Wofür ein Boss ist ein Geschenk, ja. Die können von Natur aus kein Damage oder so machen. Ah, die Manta sind mal ein bisschen kacke mit dem Jumpen. Ja, klar. Hütet euch. Hütet euch. Sagt wer? Sagen die das bei Teufelskugeln? Nein. Wenn er irgendwas macht. Das wäre ganz cool. Hütet euch. Hütet euch. Mann! Ja, so ist das. Ich werde mit dir, die Putzfrau kommt jetzt gleich rein. Das Licht ist schon angegangen. Safe Call. Oh ne. Also erstmal den Typen als erstes töten, in der Mitte den Inquisitor. Wird nicht passieren durch das AE. Ja, es ist aber okay. Der ist schon ganz gut gedroppt. Da ist das nicht so schlimm. Schon gut gewesen. Ah, ich würde ein bisschen zurückgehen, dann kommen durch die Wichtel. Der Wichtel! Dwichtlix. Sagst du ED3 Chest? Ja, kein Blutig ist schon angenehm irgendwie. Kommen wir ein bisschen rüber, ne? Ja. Ups. Wartet mal, dann machen wir. Dann gehen wir rüber. Nehmen wir jetzt die Wichteln mit und dann gehen wir rüber. Ich nehme beide Buffs. Food Buff ist auch noch da, Niki. Komm mal sofort, wenn aber du. Erstmal Damage. Nicht. Ja, erstmal Damage. Erstmal Damage. Das ist mir wichtig. Boah, ein so ein Riesenvieh. Hier oben ist. Hier oben, ja. Wartet, Pet kommt. Alles klar. Richtig durchgebufft, richtig reingelackt. Health, Rack und Damage? Ja, verursachter Schaden, Health, Rack und maximale Gesundheit.
richtig reingeruckelt. Everybody got surfen. Da, 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 da. Wie sehe ich die Kugeln nie? Ich mach die so schnell kaputt. Ja, nicht deswegen. Auch die HP-Balken kenne ich nie. Da achte ich jetzt auch nicht so drauf. Die sind niedriger als die von Mobs. Wichtel erstmal. Oh, Ambush! Der Boy. Also Busch alle so hier, Mann. Okay, ich weiß noch nicht, warum der jetzt gestunt hat. Der Mega-Wichtel. Ah, schade, die, Das waren die gefährlichen, oder was? Ja. Ja. Die Bazaar-Dinger sind da. Moment, erstmal die zwei. Ja, was für Jura oder so? Das ist eine gute Frage. Ja. Gibt für alle was, aber ich weiß nicht was. Ihr habt ja gerade das. Die Bazaar-Teile sind da. Machen die? Ach, das ist das, wo du gerade zur Torturbahn kannst. Nee, Clown. Bazaar-Waren sind Clown. Also Schurke und Lederer. Aber sind die Teile eigentlich da? Oh, Boy. Die Boy, was denn? One shot, one opportunity. Oh, Boy, oh, Boy. Das ist der erste, den wir pullen. Wir haben erst 84%, what the fuck? Kommt kein Trash mehr, ne? Theoretisch könnten wir jetzt einfach direkt zum Boss, aber da muss er echt noch links am besten ein paar Gruppen machen oder so. Kommt ja eigentlich kein Trash mehr. Ne, kommt ja gar nicht mehr. Behindert, ne? Behindert, Junge. Kleben wir einfach die Seite hier, wo wir gerade sind. Es sei denn, wir werden jetzt sowieso. Ach, wir werden eh rübergeschickt hier noch. Oder kann hier einer hier auf der Ecke irgendwas noch machen? Nee, ne? Ne. Außerbeschwörmäßig? Ne, dann gehen wir wieder. Bazaar machen. Dann machen wir drüben den Trash noch. Ich weiß nicht, was Juve ist, ne? Deswegen. Das ist eine gute Frage. Monk ist das Fass, was der Dennis genommen hat, ne? Ja. Das ist Waffen, okay. Und Caster und Verzauberung ist die Laterne, die ich danach genommen habe. Endklassen, oder? Na, diese magische Laterne. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob es magische Klassen sein müssen. Oder. Auf jeden Fall Verzauberung ist es. Und ich konnte es nehmen. Der Inji ist da. Okay, dann machen wir gleich einen Free Boss for free. Ja, das ist voll assi, voll OP, der Inji, ey. Ja, gut. Ja. Sonst passt aber. Beruf. Passt aber. Hast ja sonst nichts von dem Beruf. Passt aber. Noch alle hinter die Falle und dann. Was muss ich da machen? Einfach nur hinter die Falle stellen. Du musst es anklicken, mit Rechtsklick, ja. Aktivierst du das, dann rufst du den Boss und dann tust du den Typen spotten und rennst dann da rein. Nein, du musst dahinter. Rein. Boy. Der läuft automatisch da rein, ich hab das letztes Mal gemacht. Ja, mach es doch jetzt nochmal. Immer nochmal. Klick, sprechen. Da, jetzt bleibt er von selber. Kannst du das Wasser nicht? Ja, wir machen dir den. Ja, vielleicht hat weil wegen der Falle ist das Jäger oder sowas und nicht Inji. Guck, der läuft von selber rein, Dennis. Ja. Nee, guck, der läuft nämlich nicht von selber rein. Niki, der läuft von selber rein. Ich muss brüllen. Ich muss brüllen. So. Das ist aber Hunter. Das ist nicht Inji. Ich kann damit nichts machen. Ja, dann ist es Hunter. Falle sieht nämlich auch nach Hunter aus, ja. Gut. Bei Inji ja der Hunter-Beruf ist schlechthin. Aber da steht doch irgendwas mit, da liegt Schrott oder irgendwas oder so. Deswegen dachte ich jetzt, Ja, deswegen hab ich. Da haben wir's wieder.
Das muss Inji sein. Ich google das gleich mal. Nee, wenn du es nicht benutzen kannst und Inji bist, dann ist es kein Inji. Ja, aber es muss doch irgendwas Inji geben hier. Sonst gibt's ja nichts Inji. Ich habe nur Bergbau auf der anderen Seite, an der Ecke. Ja, Bergbaukrieger, das ist richtig. Muss ja auch Inji geben, irgendwas. Das würde jetzt eigentlich Sinn machen mit einer Bombe, also. Ja, was heißt Bombe? Das ist eine Falle. Ja. Wow, we are so good in the time, you don't have to be that German Floss. Wir haben ein Pali dabei. Muss ich keine Clues sammeln. Der stellt sich daneben, sagst du weiblich, nur noch männliche da, nimmt er den. Demon Hunt haben wir ja auch, theoretisch. Ja, aber der ist nicht so gut wie der Pali, finde ich. Also in der koordinierten Gruppe ist Pali besser. Im Solo-Play ist der Demon Hunter besser. Also wir... Dann machen wir noch eben da die zwei Viecher da. Ich glaube nämlich nicht, dass wir das in einer Minute schaffen. Was? Three Chests oder was? Yep. What the fuck? Ja, wir haben zu lange rumgehampelt. Mit der Falle. Und nicht so viel Glück gehabt mit den. Mit dem Hin und Her, ja. Hütet euch. Außerdem gibt die überhaupt Prozente? Die? Nein. Dann müssen wir noch was machen. Da rechts die zwei machen wir gleich. Oh, macht der Finsternis, der Boy. Bitte kicken. Oh. Wie geil. Kann das nicht kicken, ich muss auf die Kugeln konzentrieren. Also sobald die kommen, kommen immer ganze Kugeln, ne? Kennen Sie das? Diese Demon Hunter, deren Form ausläuft und sie weiterhin in dem Feuer tanzen? Hütet euch. Hütet euch. Brennende Intensität. Jeden Spruch jetzt viermal gehört. Hui, da wird mir glatt der Kaffee kalt. Weil wir so eine Heißsitztanz machen. Helle Weste. Mann, warum redet ihr denn? Weil er schon drin ist. No. Hätte ich gesehen, dass wir Prozente brauchen. Oder er will schneller finden als der Baler. Ja, egal, du kannst das ja benutzen für dein Dingens. Und für deinen Scan, was er schon mal anspricht. Ich weiß nicht, was er jetzt schon angeklickt hat und was nicht. Ja, das ist das Problem. Helle Weste und Buch. Hab ihn. Ja, war nicht schneller als der Paula. Ja, ist doch schwer, schneller als der Paula zu sein. Wieso ist eine der unmobilsten Klassen im Spiel? Ja, in aber sowas halt. Aber der Würfel ran und dann direkt so wusch am Leuchten. Push. Man fällt das so gar nicht auf, also die anderen Leuten mal nicht so. Da macht sich das Schild auf. Generell, wir laufen hier mit den Waffen rum. Und Niki mit ihren Chernopads. Fallen am wenigsten auf. Das hätten sie echt machen können. In den Surama-Inis mit der Verwandlung, dass das alles Mana-Säbler wären. Die so aussehen wie Mana-Säbler. Oder Mana-Würmer auch. Also, was halt eben zu diesen Typen hier passt. Das hätten sie echt eigentlich noch einbauen können. Ne, passt Geld. Haben sie nicht. Lauf gleich. Prozent, ne? 30. Hm.
Oder der Dennis läuft. Das hast du nicht vorher sagen können. Unterschied-Torpedo, ne? Ich meine. Ja. Dennis läuft, ja. Okay. Bin was schneller. Wir brauchen dich auch nicht, dass der schneller umfällt. Ein morgendlicher Kaffee, ein Genuss für die Seele. Oh. Oh scheiße, wir haben das perfekt gespielt, das heißt, die labern länger. Nein, ich habe gehört, das liegt daran, dass wenn einer den Erfolg noch nicht hat, labern die immer länger. Die labern immer länger, wenn du das perfekt gespielt hast. Ich weiß egal, wer den Erfolg hat oder nicht. 340. Das heißt, wir haben keinen Lärm gemacht. Also wir waren da perfekt durchgerusht, ja. Ja, eben mal in einer Elfer den Erfolg gemacht, easy. Voll behindert, ey. 20. Deswegen lässt du beim ersten Boss eigentlich stellen, weil es echt cleverer, einen Mob kommen zu lassen, ey, damit das einfach nicht dieser scheiß Dialog ist, ey. Oder einer rennt eben kurz rein oder so, bevor er verwandelt wird oder sowas, ey. Ups. Also ich hab einen Erfolg gekriegt, vielleicht lag's an mir. Nein, ja. Das hat damit nichts zu tun. Hüte. Wer den Erfolg hat oder nicht, spielt keine Rolle. Vor allem der Dennis trägt, ja. Ja. Ich bin mir sicher, dass einer den Erfolg hat. Wie das typische Deutsche, ey, die Juden sind schuld. Direkt den Finger gezeigt. Wie das dick angezeigt wird, ey. Für der blutet, der blinzelt. Boah, das wird nachher richtig soft, ey. Hütet euch. Wegen Tyrannisch. Was wird soft? Das wird richtig soft wegen Tyrannisch. Nächsten Phasen, die werden Heavyweight Championship von WWE. Hütet euch. Leben ja, oder was? Ja, weil der doch so lange lebt und der immer mehr dieser Klone macht und das kommt immer mehr in der Windphase an Damage durch. Ja, du kannst allen dodgen, ne? Nein, die eine Windphase nicht. Die kannst du nicht dodgen. Ja, ja, das geht nicht, ne? Oh boy, Alter. Jetzt spawnt auch noch. Jo, Wombo Combo! Hütet euch. Hütet euch. Der Kreis, der dann angezeigt wird, ist da, wo er hinportet, ne? Ja. Ja. Irgendwann kannst du nicht mehr dodgen, weil die ganzen Striche den ganzen Boden einnehmen. Ja, deswegen werden die noch normalerweise intelligent gelegt. Hütet euch. Hütet euch. Ey, der hat schon wieder genau mich angespawnt mit dem Ding. Nein. Wie viele Sekunden war der denn jetzt verkackt? Aber kann nicht viel gewesen sein. Also die Zweier meine ich. Ist schon ein Affe, ne? Dadurch, dass er so lange gelabert hat. Ich weiß nicht, was würdest du nehmen, Olli, bei meinem... Ach, okay, Sex, weil er gestorben ist. Wow. Weniger gut. Wenn er nicht gestorben wäre... Hätte er mehr Damage machen können. Hätte in den 3 Sekunden, ja, hätte die eingeholt, ja. Sein Death. Lol. Sentry Mode activated. So, da würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Däumchen da und schreibt in die Kommentare, was euch so durch den Kopf geht. Und dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und haut rein, bis zum nächsten Mal. Ciao.